So, ihr Lieben, weiter geht's. Wir sind noch auf dem Weg hier zu unserem Rapsfeld. Wir wollen ja erstmal den Mähdrescher wieder abtanken. Und ja, müssen dann eigentlich auch langsam mal gucken, dass wir unser gehäckseltes, jetzt fahre ich da auch noch so doof ran, juhu, probieren wir es nochmal, dass wir unseren Meister oben häckseln, dass wir endlich mal das Silo abdecken können, um aus dem gehäckselten Meister die Silage zu machen. Und wieder angedonnert. Jawohl. So, jetzt kommt der Raps. Beim Raps kann man schon mal gucken, wie der Preis überhaupt ist. Also, Raps 788 am Hafen, 703 bei der Mühle, 857 an der Gaststätte. Hatte ich mir schon fast gedacht, weil die Gaststätte eigentlich immer am meisten, ja, bezahlt für den Raps. Außer es ist vielleicht eine besondere Nachfrage, eine große. Also müssen wir uns dann auf die Gaststätte schon mal einstellen. So, aber jetzt werden wir erstmal hier weitermachen. Denn, ja, auch da müssen wir jetzt endlich mal zu Potte kommen. Ich möchte nämlich auch dann hier oben das abgeerntet Wissen. Nicht, dass es dann auf einmal anfängt zu verdorren. Das wäre absolut eklig. Ich weiß jetzt zwar noch nicht auswendig, in welcher Wachstumsstufe das gerade ist, in welcher Reifestufe, aber wir müssen ja auch nichts provozieren. Also von daher fahren wir da immer schön mal ein bisschen weiter. Und ja, der Hänger ist sowieso gleich voll. Da können wir also die nächsten 21.000 Liter gleich schon mal wieder ins Silo reinkippen. Das ist richtig praktisch. Oh, und das schaut von der Menge her super aus. Ja, so langsam sieht man auch, dass wir was gemacht haben. So, anhalten. Senken. Und einklappen am besten, weil das lässt sich dann doch leichter fahren. Und ab dafür und wir kippen gleich mal den nächsten Hänger ins Silo. Wir haben da ja schon mal angefangen. Ich hoffe, da komme ich jetzt mit dem Traktor auch noch gescheit rüber. Obwohl, so viele hängt da ja noch nicht drin. So. Oh, den können wir schon abkippen. Gut, dann fahren wir da auch gleich weiter. So, das haben wir gut leer gekriegt. Und ihr seht, es füllt sich. Wir haben jetzt schon einiges da drin. So, jetzt müssen wir aber, bevor es hier weitergeht, natürlich mal wieder abtanken. Denn unser Mähdrescher ist voll. Wer hätte es gedacht? Also es war eine total überraschende Ankündigung. Konnte keiner mit rechnen. Ja, also ich freue mich wirklich, wenn es jetzt bald soweit ist. Und so wie ich das jetzt im Moment ausgerechnet habe, gehe ich mal davon aus, dass spätestens nach Ernte des Rapsfeldes wir doch soweit sein sollten. Ich hoffe es inständig, dass ich mich nicht wieder verrechnet habe, denn, ja, es ist doch jedes Mal eine Haufen Zeit, die wir da investieren. Ich laber euch da ewig die Ohren voll. So, bald holen wir, ach nee, doch noch nicht. Bald holen wir, ach nee, doch noch nicht. Aber jetzt möchte ich irgendwann dann doch mal endlich holen. Oh. Profi-Tipp. Warten, bis das Gerät eingeschaltet ist und dann losfahren. Wenn der noch hochfährt, kann er nicht wirklich viel abernten. Gut, auch wieder was dazugelernt. Also nicht gleich Motorgeräusch juhu fährt, sondern ein bisschen muss man warten. Aber ist ja auch kein Thema. So, und jetzt rollen gleich die nächsten Liter gehäckselten Maises in den Hänger. Ihr seht es oben, der Raps, der geht ruckzuck, der ist auch schon wieder bei 63, 64, 65, oh Gott, geht das schnell hoch. Das ist ja unglaublich, wie der da abbrennt. Das heißt, da können wir gleich schon wieder den Mähdrescher abtanken, bevor wir hier auch nur eine Bahn richtig durchgezogen haben. Unglaublich. Aber ihr seht, es kommt wirklich viel rein. Ha, schön, das gibt Geld, das gibt richtig Geld. So, lassen wir ihn gerade stehen, denn wir müssen mal wieder abtanken. Oh, 8000 Liter Raps haben wir schon wieder.
Oh, das könnte richtig gut hinkommen. Dann sind wir jetzt gleich bei 12,7. Das heißt, wir sind so bei knapp 10.000 Euro. Da fehlt also dann wirklich nicht mehr viel. Und ich denke mal, nach der Rapsernte können wir also frohen Mutes sagen, okay, nun kann es losgehen mit dem Einkauf des Mähdreschers. Ich möchte ja, wie gesagt, den ganz großen haben mit 9.000 Litern. Die Schneidebreite ist nicht abweichend von dem 8,5er, aber er hat einmal den größeren Korntank und wir können, wenn mal was ist, einfach nur ein Maisgebiss holen und dann auch da Mais ernten, ohne dass wir gleich einen neuen Mähdrescher kaufen müssen. Und solange wir noch nicht so viele Felder haben, denke ich mal, ist das doch die sinnvollere Lösung. Lieber am Anfang mal ein paar Euro mehr zusammengeschoben und ja, dafür passt dann aber. Und wir brauchen später nicht nochmal investieren. So. Oh, jetzt bleibt der Mähdrescher bei 25% stehen. Ich befürchte fast, dass ich da oben jetzt im Weg stehe. Gut, da gucken wir gleich. Ich möchte aber die Reihe erstmal zu Ende fahren. Ah ne, jetzt fährt er weiter. Hat wohl doch nur gedreht. Aber ich glaube, jetzt stehe ich im Weg. Schauen wir mal schnell. Ja, natürlich stehe ich im Weg. Wo denn sonst? Kann ja nur im Weg stehen. Wo soll der Solaris denn sonst stehen als im Weg? Das ist... Ah, es gehört sich so. Ja, ich weiß, das ist normal bei mir. So. Aber wenn wir dann eh schon da sind, werden wir dementsprechend gleich mal versuchen, irgendwie Mähdrescher abzutanken. Ja, das ist dann auch schön, weil das große neue Gerät des Mähdreschers hat nämlich dann dementsprechend auch einen Riesenvorteil. Hat nämlich die Möglichkeit, dass wir ein längeres, ja, Entladerohr haben sozusagen. Und das bringt uns natürlich den Vorteil, dass wir ein bisschen weiter wegfahren können und auch sauberer darunter kommen. Oh, das sieht schon mal gut aus, weil jetzt haben wir die Reihe durch und gleichzeitig hier noch die Möglichkeit, das abzutanken. Deswegen lassen wir da auch erstmal stehen und machen hier mal weiter. Da müssen wir jetzt langsam ja wirklich mal in die Puschen kommen. Ich will das Feld jetzt mal fertig haben. Also das wird, glaube ich, eins der nächsten Dinger, weil das zieht sich ja wie Kaugummi hier mit dem Abernten. Das ist jetzt, glaube ich, die vierte oder sogar fünfte Folge schon, wo wir so mit Zwischenschritten dran sind und es immer um 1-2 Reihen abzuernten. Also das ist eher ein Krampf als ein Kampf. Aber wie gesagt, der ist halt sauteuer, der kostet fast eine 500.000 mit Schneidewerk. Und das Geld haben wir jetzt auch mal nicht so schnell einfach da. Aber nun gut, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Also, besser als nichts. Es kommt ja was rein, das ist ja das Gute. So ganz hoffnungslos ist es ja dann doch nicht. Und die Rapsernte geht auch mit Vollgas weiter. Das schaut richtig schick aus. So. Und hier haben wir auch schon wieder einen halben Hänger voll. Na, aber naja. Ich tank erstmal den Mähdrescher ab. Wobei ich jetzt erstmal gucken muss, wo der steht. Der dürfte so auf halber Höhe sein. Nein, nicht ganz. Doch weiter unten schon. Na gut, ich habe mir eben mit abgefahren. Aber hier ist auch schon fast das halbe Feld drin. Das ist schon mal richtig gut. So, fahren wir gleich weiter. Ich weiß, ich muss eh gleich wieder rüber, wenn er abgetankt ist, weil ich dann wahrscheinlich wieder im Weg stehe. Aber nun gut. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich will hier jetzt endlich mal ein bisschen vorwärts kommen. Ich bin vielleicht zu ungeduldig, aber irgendwie dauert mir das zum Teil alles ein bisschen zu lang. Und ja, ich will euch ja auch nicht langweilen damit jetzt in dem Sinne, weil das ja ewig dauert und wir in dem Sinne gar nicht irgendwie vorwärts kommen. Aber wie gesagt, die nächste Verbesserung ist, nachdem ich mal den Hänger aus dem Weg gefahren habe, dass wir ja mit dem neuen Mähdrescher doch effektiver arbeiten können. Das macht, denke ich mal, schon ein bisschen was aus. Jetzt bin ich wieder falsch rum. So. Einmal Licht, einmal Licht, einmal an.
Und wie gesagt, ich bin also höllisch gespannt, was da bei der BGA dann später an Geld rauskommt, ob sich das wirklich so stark lohnt. Es wird ja immer sehr viel erzählt, macht das mit dem Mais, der bringt viel mehr. Also das stimmt definitiv, der Mais bringt wahnsinnig viel an Erntevolumen raus, das ist wohl wahr. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie dann der Ertrag ist, ob sich diese langwierige, doch zähe Arbeit lohnt und inwiefern wir dann, sagen wir mal, das Geld nutzen können, wie viel halt rauskommt und was wir dadurch modernisieren oder erweitern. Also zum Erweitern haben wir natürlich Potenzial, keine Frage, aber wir sollten natürlich auch vieles noch effektiver erstmal gestalten. Ist, glaube ich, besser, wenn wir erstmal eine stärkere und effektivere Maschine für einige Bereiche holen und danach erst auf Feldererweiterung gehen, dass wir erstmal aus dem Vorhandenen das Optimale rausholen und dann funktioniert das ja auch mit der Erweiterung schneller, weil wir ja schon die größeren Geräte dafür haben. So, wo wir gerade da sind, by the way, wir müssen mal wieder ein bisschen abtanken. Ja, und ihr seht's auch, der Kipper hier füllt sich jetzt schon richtig gut. Das heißt, wir kommen jetzt schon so langsam an halb voll. Ich meine, ist besser als halb leer, ne? Ist ja immer eine reine Frage der Perspektive. So, aber das sieht schon gut aus. Maschine einschalten, Licht wieder einschalten und los. Ja, ich wurde übrigens schon wieder gefragt oder nochmal gefragt, ja, wie ich das mit dem Licht mache. Also, über die Taste F können wir das normale, ja, ich sag mal Abblendlicht einschalten und hinten das Arbeitslicht einfach nochmal über die Taste F, also zweimal drücken für beide Lampen, sofern die Geräte natürlich diese Lampen haben. Wenn das bei einem von euch nicht angezeigt wird, dann hängt das an der Grafikeinstellung, weil das funktioniert nur, wenn man die Grafikeinstellung auf hoch einstellt, also dass man viele Details drin hat, dann funktioniert das. Bei den niedrigeren Grafikeinstellungen wird das leider nicht mit angezeigt. Von daher nicht wundern, wenn es vielleicht nicht funktioniert. Das könnte also, wie gesagt, auch an der Systemeinstellung von der Grafik liegen. Da einfach mal nachschauen, die Grafik hochstellen und dann habt ihr auch hinten das Licht. Denn ich war am Anfang genauso doof und unwissend, weil ich habe auch gedrückt wie ein Bekloppter und habe geguckt und gemacht und habe das nicht hingekriegt. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, okay, jetzt habe ich mal einen anderen PC genommen, einen größeren, und habe es jetzt nochmal probiert, Grafikeinstellung drin und schwupp funktioniert. Deswegen nicht verzweifeln. Grafikeinstellung ist ganz wichtig dafür. So. Der Hänger ist jetzt auch schon fast wieder voll. Aber erstmal müssen wir wieder unseren Raps hier uns zu, ja, zu Kipper führen sozusagen. Ihr seht's, gute zwei Drittel des Feldes haben wir jetzt gleich. Und ja, jetzt kriegen wir definitiv schon mal die Hälfte des Kippers voll. Das ist schon mal richtig schick, so. Aber hier will ich jetzt noch schnell das voll machen und in das Silo bringen. Dann können wir nämlich sagen, wir haben jetzt gleich schon wieder einen weiteren Kipper gefüllt. So, und das sollte jetzt auch gleich soweit sein. Na, komm, die 24 kannst du noch mitnehmen. Dankeschön. So, dann klappen wir die Kiste gleich zusammen. Wie gesagt, das ist einfacher zum Fahren. Und bringen das auch jetzt noch schnell ins Silo. Und dann können wir auch entsprechend mal schauen, was wir im Silo schon drin liegen haben. Ja, das tolle nervige Tönchen eben war eigentlich mein Timer. Nur, ja, vergessen auf lautlos zu stellen. Bitte seht mir das nach. Irgendwie habe ich es einfach verpennt. So. Und insgesamt haben wir jetzt schon über 60.000 hier drin. Das Silo können wir sogar schon zudecken. Das könnten wir eigentlich mal machen. Genau. Wir decken das Silo zu, aber dafür müssen wir es erst verdichten, 100%. Und dann können wir ja mit dem zweiten Silo einfach weitermachen. Also fahren wir jetzt einmal da rum. Gucken, dass wir das verdichten hier. Wir sind jetzt bei 78% Verdichtung, 80. Seht ihr ja oben links.
90%, 93%, 94%, 95%, 96%. Toll, dann hätte der jetzt doch uns die letzten 4% auch noch hier geben können. Aber das will ich jetzt noch machen, weil wir haben ja noch genug Silos zur Verfügung. So, jetzt haben wir die 100. Und jetzt können wir mit der Taste R das Silo zudecken. Das fängt jetzt an zu gären. Na, ein Stückel zurück. Na, ich schieb jetzt aber eher den Wagen. Nun gut. So, da haben wir das erste Silo schon mal soweit und können natürlich mit dem zweiten Silo hier weiterarbeiten. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Ja, was sonst? Ich stehe wieder im Weg. Ah. Ja, ich habe da also anscheinend ein, ja, unvergleichliches Talent dafür. So, den nochmal weg und den wollte ich noch in Position bringen, damit wir dann in der nächsten Folge direkt weitermachen können. Mit dem Abernten. Ihr seht's auch, das Feld lichtet sich so langsam. Na, können wir mal Licht einschalten, dass ich mal sehe, wo ich hinfahre. Ja, ist nicht mehr viel da, aber das ist auch nicht schlimm. So. Da können wir jetzt nochmal gucken. Mit dem können wir ja schon mal zurückfahren. Dann sehen wir auch immer, wenn wir auf das Fahrzeug gehen, wie weit der Zustand des Gärens ist. Das will ich jetzt noch schnell machen. Nehmen wir die Schaufel mal ein bisschen hoch. Gären 0%, oben links steht's. Da seht ihr es dann direkt. Können wir dann immer schön kontrollieren. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern, weil wir gucken nochmal ganz schnell bei der Statistik unsere Kühe. Ja gut, haben noch ein bisschen Futter, ist noch soweit alles okay. Aber wir müssen natürlich die Silage wieder auffüllen. Die muss ja da unten auch erstmal gären. Dafür müssen wir mähen. Das aber erst nach der Ernte. Also wir haben noch ganz schön was vor uns. So, und da wollten wir ja den Ladewagen noch davor spannen, um das Stroh vorne einzufangen. Ich hoffe, dass das mit dem Traktor geht. Nicht, dass der Bührer da jetzt zu schwach ist für. Also erstmal bin ich zu blöd, weil ich nicht richtig ankuppeln kann. So, schauen wir mal. Naja, also für das Feld jetzt hier, für die Feldarbeit wird es reichen. Bin halt mal gespannt, wie es aussieht, wenn der Hänger dann voll ist. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Von daher danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen. Freut mich immer, wenn ihr einschaltet. Finde das richtig gut. So, jetzt können wir nochmal schnell schauen. Jo, einschalten. So. Danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich bin immer froh, wenn ihr da guckt, wenn ihr mir Kommentare schreibt, wenn ihr mich kritisiert, wenn ihr mich vielleicht auch mal lobt. So aus Versehen. Oder wenn ihr auch konstruktive Tipps habt. Ich habe ja viele Tipps schon aufgegriffen von euch. Und ja, macht einfach weiter so. Schaut meine Videos. Empfehlt sie weiter. Und bis zum nächsten Mal sage ich dann schon mal Servus und Tschüss.